Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Mit dabei der Mulle. Hallo Sebastian, dein Einsatz. Alter. Was? Hä? Bin im Urlaub? Komme aber nicht vor nächster Woche wieder? Wenn du mich suchst, ich bin auf was? England? Was? Ja, super. Ja. Ja. Ja, ich meinte, willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Direwolf 20. Mit dabei wie immer ich. Und ja. Wie ihr schon rausgehört habt, Mulle verbringt ein paar Tage auf England und deswegen habt ihr mich mal wieder alleine am Arsch. Aber das macht euch bestimmt auch nichts aus, oder? Jetzt sagt nichts Falsches. Ja, auf jeden Fall. Was hat sich nochmal hier groß grundlegend verändert? Ich war die letzten Tage gar nicht mehr online. Deswegen will ich nochmal schauen, dass ich hier ab und zu nochmal ein bisschen was nachlade. Weil strommäßig sieht das hier ein bisschen sehr mager aus gerade. Und ja, deswegen wollte ich daran jetzt auch nochmal was arbeiten. Und zwar hatte ich vor, dass wir uns eine Ender... Ja, die wird die nochmal geschrieben, das war hier. Jawohl. Eine Ender Thermic Pump machen. Dafür brauchen wir Ender Infused Obsidian, ein Diamant, ein Eye of Ender, ein Wasser- und Lava Bucket und eine Iron Pickaxe. Grundlegend sollte das eigentlich kein Problem sein. Setzen wir einfach mal das TNT weg, das kann man eigentlich hier oder auch nicht, das war jetzt irgendwie klar. Hier, das und das kann man raus, das können wir gleich nach oben schmeißen. Gasflasche. Ja, komm, dann packen wir das TNT einfach mal jetzt hier zu. Okay. Auf jeden Fall. Ender Infused Obsidian brauchen wir. Da haben wir auch ein bisschen. Jetzt sagt nicht der. Ich falle vom Glauben, da wäre das Obsidian dabei. Hat er noch die da? Pickaxe dabei? Natürlich. Gut. Dann tut es mir leid, dann müssen wir jetzt mal gerade raus. Einmal ganz schnell Obsidian nachfahren. Tut mir leid. Bedankt euch für der nächsten Aufnahme bei Mulle. Ich könnte nicht mal so kotzen. Hier haben wir eine kleine Monsterfalle, wie ihr seht. Bisschen ineffizient. Ja, wir waren in letzter Zeit echt nicht mehr wirklich auf dem Server. So, ich will jetzt auf jeden Fall mit so ein paar Folgen überbrücken. Deswegen habt ihr jetzt leider mich wirklich mal allein am Arsch kleben. Kann ich auch gleich einen Lava-Eimer mitnehmen. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Du Scheißteil. Alter, mach das nicht mit mir. Hier, den nehme ich mit. Ja, du willst auch? Oh. Was sind das? Ah, Paredot, schade. Ich dachte, das wären Emeralds gewesen. So, jetzt aber. Von da habe ich dann jetzt auch mal Danke. Einfach nur Obsidian. Wir nehmen uns jetzt ein bisschen was mit und ist gut. So, und ich glaube, da machen wir gleich nochmal eine kleine Crafting-Session, nicht mehr für das ME-System. Ja, das war ein ganz großer Sport. Haben wir hier irgendwo Wasser fließen? Hier haben wir Lava fließen, das ist so ähnlich. Läuft jetzt hier alles schief, das ist ja mal wieder super. Dann fliegen wir doch nochmal gerade nach oben.
Oh, ich weiß, wie mir den Arsch aufgerissen kriegt, wenn ich ihn wieder sehe. Der kriegt den Arsch richtig aufgerissen. So, gucken wir eigentlich mal wieder wie damals ein bisschen plaudern im Tech World Let's Play, was es so Neues gibt. Ja, ich weiß nicht, ob ich es gesagt hatte, aber wir hatten jetzt in dieser Woche hatten wir eine Projektwoche bei unserer Schule. Und ich hatte mich heute eingetragen mit halt Mulle und noch einem Kumpel. Für das Projekt Programmieren von Mikrocontrollern. Das war jetzt recht interessant. Also wenn ich weiß, was so ein Mikrocontroller ist, das ist so ein kleiner Chip, der wird auch eingebaut in, na, wie heißen sie, in Ampeln oder jeglichen Küchengeräten, wie der Kaffeemaschine zum Beispiel. Ja. Ja, auf jeden Fall. Oh, ich hab gerade vergessen, schade. Das Coole ist bei den Mikrocontrollern, man kann die so programmieren, dass, sammelt schnell, dass sie Musik abspielen. Das klingt also wirklich wie so ein bisschen diese alte 8-Bit-Mucke. Ist recht lustig. Ja, und was sollten wir machen? Da es halt bei uns auf der Schule die Europa-Projektwoche ist, sollten wir eine Nationalhymne programmieren. Was machen wir? Montag, erster Tag, eine Stunde, wir programmieren die Nationalhymne von England. Alle anderen sind noch am Lernen, wie das geht. Wir sind fertig für den Rest der Woche. Wissen nicht, was wir machen. Zocken die ganze Zeit durch. Aber später noch, als unser Lehrer einmal weg war, haben wir den anderen schnell geholfen, damit wir dann allen zusammen zocken können. Ja. Also diese Woche bestand wirklich nur aus einer Woche Warcraft 3 Frozen Throne. Das war eine richtig schöne Woche, finde ich. Ja, haben wir dann ein bisschen in der Schule gezockt, mit irgendwann mehr. Ich komme teilweise echt noch ein bisschen aus dem Kontext, ich weiß nicht wieso. Ja. Gab auch einmal, das fand ich war die geilste Story aller Zeiten, mein Mathelehrer, der hatte angeboten, als Projekt einfach mal ein paar Gerichte aus Europa zu kochen. So. Und was ist? Ein Tag, die wollten so ein, ich weiß nicht was das war, ich glaube die wollten einen Curry machen. Und was ist passiert? Irgendein Profi hat irgendwie einen halben Liter Öl in den Topf gegossen. Gab eine Schischflamme. Und naja. Der hat mal schnell einen Feueralarm ausgelöst. Das hat die ganze Schule einfach abgefeiert. Weil er mir wirklich meinen auch so Obermacke gemacht, ja, ich kann alles, ich bin Gott. Ja. Einmal gab es dann auch noch so ein wunderbares Problem bei mir. Ich hatte mir nämlich dann einmal auf meinem Laptop für die Schule hatte ich mir gedownloadet The Binding of Isaac Rebirth. Einmal hatte ich mir dann noch gedownloadet South Park The Stick of Truth und Civilization 5. Ja komm, 26 Obsidian, das soll jetzt erstmal reichen. Komm, das machen wir jetzt hier noch weg. Ja, ich habe erstmal so gemütlich am Mittwoch ein bisschen The Binding of Isaac gespielt. Frisch gutes Game, wer es nicht kennt. Obwohl ich bezweifle, weil es eigentlich ein ziemlich bekanntes Spiel ist mittlerweile. So. Ja, 34, das reicht jetzt. So. Dann später, ich denke mal, ja komm, spielst du eine Runde Ziff mit Mulle. Irgendwann kein Bock mehr, was machen wir? Er spielt eine Runde Left 4 Dead auf seinem Laptop, was mach ich? Ja komm, spielst jetzt mal South Park. South Park gestartet, ein bisschen was gespielt, ich habe gerade meinen Namen eingegeben, Enter gedrückt und auf einmal der komplette Laptop steht ab. Ja, hä? Was ist denn jetzt kaputt?
ich will dann wieder hochfahren. Und naja, South Park hat mal ganz schnell an meinem Laptop das Windows vernichtet. Da habe ich mir auch nur gedacht, das darf jetzt nicht wahr sein. Na komm, ich weiß nicht, noch ein bisschen Cyanid hinterher. So. Okay. Dann fangen wir jetzt mal an mit dem Craften. Wir brauchen auf jeden Fall 4 Ender Infused Obsidian. Das haben wir ja. An Enderperlen mangelt es uns ja nicht. So, Ender Infused Obsidian haben wir. Ganz kurz husten. Boah. Das hat auch wieder gut. Den packe ich mal gerade hier zu. Ich will meine Metall nicht mehr so voll haben. Okay, was war das jetzt noch? Das war eine Iron Pickaxe. Okay. So, eine Iron Pickaxe haben wir. Die Eimer haben wir. Jetzt brauche ich nur noch das Eye of Ender und den Gear. Wir hatten irgendwo noch, das weiß ich. Hatten wir noch Blaze Powder rumfliegen? Hier. Nein, die Silikonen, die haben wir. So, was? Ah ja, die Endeperle war das. So und so. Eye of Ender. Diamanto. Oh, nein, nein, nein. Ender für Obsidian. Water Bucket. Lava Bucket, Iron Pickaxe, Ender Thermic Pump. Haben wir. Sehr schön. So. Damit wir das Ganze teleportieren können. Ja, ihr seid erstmal anders gefangen. Wir brauchen noch etwas, womit wir die Lava dann verarbeiten. Wollen wir mal Lava eingeben? Die können wir. Perhü Lava. What is that? Ich will es gar nicht jetzt wissen. Lava Stone sieht auch interessant aus. Oh, cool. Okay, jetzt aber. Damit wir die Lava verarbeiten können, können wir mal hier so anschauen, was man daraus machen kann. Ja, man kann hier diesen Refined Firestone machen. Eine Cobaldite Pickaxe, Fume Funnel, Lava Sigil, ja, Lava Stone. Und so weiter. Aber so ganz was Lustiges findet man damit nicht. So. Kann man hier eine Melting Touch craften? Oder hier auch so ein Mimichin Glaze Lava? Auch nicht so richtig. Lava. Kann man Treibstoff benutzen oder kannst du einfach eine Lavazelle machen? Mäh. Ja. Hier kann man Obsidian machen. Das ist auch nicht so lustig. Also würde ich sagen, pumpen wir das Ganze noch so einen Lava Generator. Der wird gemacht aus einem Eisenblock, Gold, Furnace und Redstone. Den könnten wir theoretisch gesehen upgraden, indem wir da so eine Transfer und Energy dran klatschen. Aber dafür brauchen wir das QED. Und das haben wir noch nicht. Was wir später auch noch machen könnten, wir so einen 64er machen. Brauchen wir 8 für den 8-mal. Und da brauchen wir noch so eine Transfer und Hyper Energy. Und naja, Bedrockium könnten wir uns theoretisch gesehen herstellen. Das können wir nicht alles machen. Jetzt fehlt noch Hyper Energy, Washington Reinforce, Bedrockium Drum. Ein bisschen Block kann man nichts machen. Ja, das habe ich schon fast gedacht. Auf jeden Fall, wir machen uns dann jetzt noch ein paar Lava-Generatoren. Ich würde sagen, 5 Stück erstmal. Also brauchen wir 25 Gold. Ein paar Furnace. Auch wie würde ich sagen 5. Ach, das ist 7. Vertoppe ich jetzt im Ernst. Ja komm, dann mache ich gleich 7. Sehen. Wollen wir ja nicht verschwenden.
Dann brauchen wir Eisenblöcke. Wir sind nämlich nicht mehr so viel raus. Das war doch so, oder? Ne, genau andersrum. Und Redstone. Na, so wollte ich das. Ja, einfach mal gegenhauen. Und wir haben Lava Generator. Was wir jetzt noch machen, ist erstmal ganz schön wieder runter ein bisschen davon holen und das da reinschmeißen und das dann da reinknüppeln. Wir brauchen noch etwas, womit wir das Ganze teleportieren können. Und zwar wollte ich das über einen Ender Tank lösen. Nicht so ein Ender Tank, sondern so einen. Aber ihr seht schon, wir brauchen Blaze Rods. Also heißt es jetzt erstmal im Klartext. Erstmal alles hier reinrotzen, so wie immer. Ich hätte geschrien, wäre das jetzt das gewesen. Und dann würde ich sagen, fliegen wir einem. Alter, hab ich mich gerade erschrocken vor dem Enderman. Alter Fenne. Ja, ich würde sagen, die alte Bude müssen wir eigentlich auch nochmal abreißen. Oder? Ah ne, stimmt, da wollten wir ja das drauf machen. Jetzt erstmal, wir haben ja jetzt hier so eine wundervolle. Ich sag euch, ob wir jetzt dabei. Alter. Alter. Was für eine Begrüßung. Okay. Hier können wir uns reinbuddeln. So, jetzt müssen wir nur noch einen Blaze-Spawner finden. Ich war hier selbst noch nicht drin. Hi. Jemand zu Hause? Ja, tut mir leid, Gast, ich will dich nicht. Oh, hier ist eine Truhe. Oh, jetzt sind wir so oder so rausgekommen. Also das Zeug nehme ich gerne mal mit. Also ich bin ja, habt ihr ja schon mal mitbekommen, so der Typ, wer weiß, was man brauchen kann. Hier ist Lava. Lava, Lava. Mr. Lava. Okay. Ich habe gerade ganz ehrlich. Oh. Eine Blaze Rod, okay. Ich frage jetzt mal nicht, wieso da eine Blaze Rod da rumlag. Das interessiert mich jetzt mal echt. Ah, du kriegst doch die Chance. Du kannst doch gerne was fallen lassen. Mann, das erinnert mich jetzt an die alte Aktion von mir im Abi. Ach du Scheiße. Ich wollte gerade gesagt haben, das erinnert mich jetzt an die alte Aktion von Butzes. Na, ich hänge es jetzt. Von Butze Crazy Mia, wo wir wirklich mal so einen Spawner so weit ausgeholt haben und hier da wirklich mal eine ganze Stunde mit Looting 3 und so weiter abgefarmt hatten. Ich nehme auf jeden Fall ein paar mehr mal mit. So, ich würde sagen, ich mache jetzt hier schon mal einen Cut. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.